Nach einem langen Tag war ich ziemlich fertig und fühlte mich recht stark emotional und mental belastet, was sicherlich aus den zahlreichen Sitzungen an diesem Tag herrührte. Und da dachte ich mir, gut, ich kann mich ja auch mit EMDR mal selber coachen und stellte fest, das funktionierte wunderbar. Danach war meine Neugier geweckt und ich überlegte, ob ich das nicht auch anderen Menschen zuteil werden lassen könnte und fing an einer Anleitung zum Selbstcoaching mit EMDR zu arbeiten. Es sollte eine verständliche Gebrauchsanweisung werden, die jedem Menschen die Möglichkeit geben sollte, alltägliche Befindlichkeiten nicht krankhafter Ausprägung selbst zu coachen. Wichtig ist dabei natürlich der Punkt, dass es sich um nicht krankhafte Befindlichkeiten handeln muss, denn Krankheiten, psychische Krankheiten gehören in die Therapie und nicht ins Selbstcoaching. Als ich an der Anleitung schrieb, stellte ich fest, dass der Standardprozess von EMDR vereinfacht werden konnte. Denn das Standardprotokoll von EMDR sieht natürlich auch die Punkte vor, die der Kommunikation zwischen Therapeut und Klient dienen. Und das ist bei einer Selbstanwendung natürlich nicht nötig. So konnte ich also das herausstreichen. Der Selbstanwender findet in der Anleitung zahlreiche Informationen zu EMDR. EMDR ist ja im Ursprung eine Traumatherapie, die aber auch sehr gut im Coaching angewandt werden kann, insbesondere natürlich auch im Selbstcoaching. EMDR heißt ja Eye Movement Desensitization and Reprocessing und kann ins Deutsche übersetzt werden mit Desensibilisierung und Reprogrammierung mit Augenbewegungen. Während des EMDR-Prozesses, also auch während des Selbstcoachings, wird dann zu einem entscheidenden Zeitpunkt mit schnellen Augenbewegungen interveniert. Und während in einem Coaching oder in der Therapie ein Therapeut vor den Augen des Klienten mit den Fingern winkt, um die schnellen Augenbewegungen herbeizuführen, denn der Klient ist aufgefordert, natürlich diesen schnellen Bewegungen mit seinen Augen zu folgen, ohne den Kopf zu bewegen, ist das im Selbstcoaching ein bisschen herausfordernder. Denn ich stellte fest, dass es halt nicht so einfach ist, seine Augen unter Belastung sehr schnell hin und her zu bewegen oder aber sich selbst mit dem Finger vor den Augen hin und her zu winken, um diesem dann mit den Augen zu folgen. Es fehlte also ein Gerät, das half, die Augen schnell hin und her zu bewegen, also einen externen Stimulus erzeugte. Am Markt gab es so etwas nicht. Alles, was vorhanden war, waren irgendwelche klobigen Apparate, die gleichzeitig auch sehr viel Fehler zuließen während des Selbstcoachings. Und so entwickelte ich die EMDR-Brille REMStim 3000, die heute als Selbstcoaching-Gerät sehr gute Dienste leistet bei zahlreichen Anwendern. Am Ende der Anleitung findet der Selbstanwender dann ein Arbeitsblatt, das über 3 Seiten geht. Und mithilfe dieses Arbeitsblattes kann dann der Selbstanwender seinen Selbstcoaching-Prozess planen und durchführen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es keinen Grund gibt, heutzutage Stress und Belastungen, Sorgen und Kummer länger auszuhalten als den Moment, den wir benötigen, um zu erkennen, dass wir diese Belastung haben.